Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deutschland geht es in immer schwieriger werdendem Umfeld immer noch erstaunlich gut. Ich glaube, das ist heute Morgen, ist auch gestern in der Debatte bereits deutlich geworden. Wir haben kontinuierliches Wachstum, wir haben höchste Beschäftigung, wir haben höchste Renten, wir haben höchste Einkommen. Also das, was Sie gerade skizzieren, Kollege Schlecht, hat nicht nur mit den Fakten nichts zu tun, sondern das ist wirklich aus einer anderen Welt. Und diese Reden hätten Sie vielleicht vor 10, 15 Jahren halten können. Die passen aber heute, glaube ich, nicht mehr in die Zeit. Warum ist es so, dass es uns so gut geht? Wir haben Unternehmer, die innovativ sind, die diversifizierte Produkte entwickeln und schaffen. Wir haben Unternehmer, die engagiert sind, die investieren. Wir haben Arbeitnehmer, die gut ausgebildet sind, die produktiv sind. Und diese beiden Unternehmer und Arbeitnehmer schaffen Produkte und Dienstleistungen, die attraktiv sind und die wir weltweit und in Deutschland vermarkten. Das ist das Geheimnis unseres Erfolges. Die Politik versucht, Rahmenbedingungen zu schaffen, auch so jetzt in diesem Haushalt, indem sie, die Kollegen haben es vorher vorgetragen, in vielfältigster Weise Innovation, Forschung und Entwicklung fordert und fördert, die Digitalisierung fördert, die Infrastruktur ausbaut, kleine, mittlere Unternehmen und weiteres mehr. Aber all diese guten Produkte und Dienstleistungen helfen uns nicht, wenn wir keinen Markt haben, auf dem wir sie verkaufen können. Und der deutsche Markt ist zu klein. 80 Millionen Menschen reichen nicht aus, um unsere Volkswirtschaft mit den Produkten und Dienstleistungen, mit unserer Wertschöpfung als Markt zu dienen. Deshalb ist Deutschland angewiesen, nicht nur auf den Binnenmarkt, der im Übrigen ja sehr gut läuft. Binnenmarkt ist einer der Wachstumsfaktoren in den letzten Jahren, aber allein reicht eben der Binnenmarkt nicht. Wir brauchen andere Märkte in Europa, andere Märkte in der Welt. Und ich möchte Ihnen das gerne ein paar Zahlen auch noch mal darlegen. Die Exporte Deutschlands haben nach der Wiedervereinigung 1991 rund 340 Milliarden Euro betragen, bei 1,5 Billionen Euro Bruttosozialprodukt, das waren rund 25%. 2012 waren die Exporte 1,1 Billionen Euro bei einem Bruttoinlandsprodukt von 2,7 Billionen Euro und haben 52% erreicht, also mehr als doppelt so viel. Jeder vierte Arbeitsplatz ist direkt vom Export abhängig, in der Industrie ist es jeder zweite. Und auch in diesem Jahr 2016 wird Deutschland wiederum Exportweltmeister, nicht nur relativ, sondern auch in absoluten Zahlen vor China werden, mit 1,3, vielleicht sogar noch mehr Billionen Euro. Aber an der anderen Seite auch mit Importen von rund einer Billion Euro. Und genau das ist auch der Vorteil des Handels und offener Märkte, dass wir gegenseitige Vorteile, komparative Vorteile, internationale Arbeitsteilung haben. Es ist eben nicht so, wie der Kollege Schlecht versucht, uns hier weiß zu machen, dass es fix ist und dass es eine Verteilung ist. Der eine kann nur was mehr haben, wenn er dem anderen was wegnimmt. Das Gegenteil ist der Fall. Nur mit Produkten und Vorleistungen, Dienstleistungen aus anderen Ländern sind unsere Produkte in Deutschland auch so gut und so wettbewerbsfähig, dass wir sie wiederum exportieren können. Und deshalb brauchen wir freie, offene Märkte in Europa und in der Welt. Und deshalb ist die Rolle des Handels, des Freihandels, so wichtig. Abschottung, Protektionismus, nationale Lösungen sind keine Lösungen im 21. Jahrhundert. Und wenn wir es historisch betrachten, dann waren Zeiten, wo die Märkte offen waren, wo internationale Arbeitsteilung begonnen hat. Ich will mal nur 100 Jahre zurückblicken, ins Zeitalter der Industrialisierung bis zum Ersten Weltkrieg. War die Welt auch so verflechtet, wie sie nie vorher miteinander war. Und dann kam der Erste Weltkrieg mit all seinen Folgen.
Und dann haben wir in den 20er, 30er, 40er Jahren war Abschottung, Protektionismus, Nationalismus, Zurückziehen war das Maß der Dinge, Isolationismus, wie wir jetzt zum Teil auch wieder sehen. Ich komme gleich zu Ihnen, weil Sie sind da mit dem gleichen Boot. Ja? Und heute haben wir wieder zum Teil ähnliche Tendenzen zu betrachten. Und was und zu was das geführt hat, haben wir es erlebt und gesehen. Deshalb, was ist zu tun? Ich glaube, zuerst brauchen wir geostrategische Sicherheit und auch Ruhe. Das heißt, wir müssen als Deutschland, als Europa auch unsere Rolle spielen in der Welt. Nicht nur, dass Seewege für den Handel gesichert sind und werden, sondern dass auch Frieden erhalten bleibt. Weil ohne Frieden gibt es keine wirtschaftliche Entwicklung, da gibt es keine Nachfrage, da gibt es auch keinen Export, sondern dann gibt es Flüchtlinge, wie wir gesehen haben an anderer Stelle. Deshalb ist das sicher die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist, multilaterale Ansätze möglichst wieder zu beleben oder zu forcieren. Die WTO hat dieses Jahr versucht. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Bretton Woods, hat GATT, haben die Doha-Runde, andere mehr, diesen Fortschritt, diese Wohlstandsentwicklung, insbesondere für uns auch in Deutschland, ermöglicht. WTO ist multilateral, aber seit Jahren in der Krise. Deshalb müssen wir zumindest alles unternehmen, dass auch diese multilateralen Ansätze wieder an Gewicht gewinnen. Dort, wo wir multilateral bisher nicht weiterkamen, sondern bilaterale Lösungen haben, wie CETA, Gott sei Dank, das beste Abkommen, was wir, glaube ich, weltweit hier als Vorbild haben, das gilt es jetzt zu ratifizieren, zügig zu ratifizieren. Es ist ja noch nicht ratifiziert, sondern dieser Prozess geht ja erst los. Und da bin ich mal gespannt. Die Grünen haben angekündigt, hier im Bundesrat dagegen zu sein. Sie sind diejenigen, die gegen Freihandel, die gegen Gestaltung der Globalisierung sind. Sie setzen sich mit den Linken zusammen ins selbe Boot wie Le Pen und Trump. Das ist das, was Sie tun. Doch, Sie setzen sich ins selbe Boot mit dem, was Sie hier in den letzten Jahren in Deutschland betrieben haben. Mit, ja, genau. Da kennen Sie sich ja aus, weil Sie sind ja Bestandteil davon. Ja? Und ansonsten gilt es auch, ist angesprochen worden, TTIP, Handelsabkommen mit China, ASEAN zu nutzen, dran zu bleiben, weil auch dort gilt es, die Globalisierung zu gestalten. Wir müssen neue Chancen nutzen. Wir machen jetzt als Koalitionsfraktion nächste Woche ein Gespräch mit dem neuseeländischen Botschafter, nicht nur aus Deutschland, sondern in Europa. Neuseeland hat ein Interesse an einem Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union. Neuseeland hat zwar nur rund 3 Milliarden Euro Außenhandelsvolumen, aber es ist bereit, was zu tun. Das müssen wir nutzen und gestalten. Das ist unsere Antwort auf das Fallenlassen von TPP, was Donald Trump angekündigt hat. Mehr gemeinsam miteinander zu reden und mehr und gemeinsam miteinander zu machen und nicht in Nationalismus, Protektionismus zurückzufallen. Der Kollege Ernst möchte eine Zwischenfrage stellen. Bitte schön. Danke, Herr Pfeiffer, dass Sie die Frage zulassen. Bleiben wir beim ersten Punkt, CETA und TTIP. Jetzt erleben wir, dass eine Region, oder haben erlebt, dass eine Region wie die Wallonie berechtigt fragt, welche Folgen hat denn dieses Freihandelsabkommen zum Beispiel für uns, und sich sperrt. Und wird dann, ich sage mal, mehr oder weniger überrollt. Ich stimme Ihnen zu, dass es notwendig ist, dass wir ein vernünftiges Europa organisieren müssen, wo vernünftige Verhältnisse entstehen, Frieden entsteht. Glauben Sie nicht, dass diese, ich sage mal, Haltung des Restes Europas, auch nicht der Menschen, sondern der Regierungen, übrigens auch des Parlamentspräsidenten der Europäischen Union, dazu führt, dass die Menschen sagen, Moment mal, wollen wir wirklich so ein Europa, wie uns da vorgeschrieben wird? Wollen wir wirklich, dass unsere regionalen Bedürfnisse vollkommen außer Acht bleiben? Ich kann mich an die CSU erinnern, die hat mir gesagt, Europa der Regionen. Was wird mit einem Europa der Regionen, wenn die Interessen einer solchen Region, wenn die Interessen der Menschen direkt mit diesen Handelsabkommen in Diskrepanz geraten und die Menschen die spüren und es ihnen trotzdem übergestülpt wird? Sie wissen, wie der Prozess war. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, Herr Pfeiffer. Sie haben gerade von diesen tollen Entwicklungen international Außenhandel gesprochen. Stellen Sie sich mal, ich will Sie nur zu bedenken, stellen Sie sich mal vor, Sie sind Deutschland und, nehmen wir mal, Herr Fuchs ist der Rest der Welt.
Und Sie verkaufen dauernd dem Herrn Fuchs mehr, als der Herr Fuchs bei Ihnen kauft. Dann haben Sie das Problem, dass dem Herrn Fuchs, ich will's ihm nicht sozusagen andienen, plötzlich ist der pleite. Weil er sozusagen dauernd bei Ihnen kauft, aber Sie ihm nichts abkaufen. Deshalb steht bei uns im Stabilitätsgesetz ausgeglichene Handelsbilanzen. Die haben wir nicht. Also wenn Sie nicht Herrn Fuchs oder in dem Fall den Rest der Welt in eine Krise führen wollen, dann müssen wir als Bundesrepublik Deutschland dafür beitragen, dass wir ausgeglichene Handelsbilanzen haben. Herr Pfeiffer. Darf ich vielleicht noch mal daran erinnern, dass ich eine Kurzintervention von einer Regierungserklärung auch durch die Prägnanz der Fragestellung unterscheiden sollte? Bitte schön, Herr Kollege Pfeiffer. Ja, aber sie bedarf natürlich auch der gebotenen Antwort darauf. Ja. Die wollen wir dann nicht abkürzen. Also, in der Tat, also was mit dem Kollegen Fuchs zu tun hat, weiß ich jetzt nicht, den lassen wir jetzt mal außen vor. Aber es ist wohl eindeutig, dass internationale Arbeitsteilung allen Vorteile bringt. Und es ist ja nicht nur so, dass wir exportieren, sondern wir importieren ja auch. Wir importieren Vorleistungen, andere Länder können andere Dinge besser als wir und deshalb haben wir nachher ein gegenseitiges Mehr. 2 + 2 ist im internationalen Handel eben nicht 4, sondern 5. Das sind die Synergieeffekte, die wir dadurch erzielen. Und es ist ja so, dass auch Deutschland oder die Europäische Union zu unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Handelsbilanzen haben. Auch wir haben beispielsweise zu China, auch wir haben beispielsweise zu Ländern, wo wir Energieimporte beziehen, eine negative Handelsbilanz. Insgesamt ist es aber trotzdem eine positive Entwicklung für beide Seiten, weil wir die Energie beziehen, mit denen wir hier Wertschöpfung schaffen und wiederum Produkte und Dienstleistungen, die in diesen Ländern weitere Entwicklungen ermöglichen. Das ist das Einmaleins des Handels und einer internationalen Arbeitsteilung. Und es ist in Europa, Herr Ernst, überhaupt niemand irgendwas aufgestülpt worden, sondern wir haben im Vertrag von Lissabon eine Arbeitsteilung verabredet. Eine Arbeitsteilung verabredet, wo wir gesagt haben, es gibt Aufgaben, die nimmt die Europäische Union wahr. Es war vorher vom Klimaschutz die Rede, da kritisiert es niemand. Die Europäische Union verhandelt für Europa den Klimaschutz. Genauso verhandelt die Europäische Union Handelsverträge und ist bei der WTO, vertritt sie der Europäischen Union. Und da hat sie einen Auftrag bekommen der Länder, ein Verhandlungsmandat. Dieses Verhandlungsmandat füllt sie aus. Und wo dort was aufgestülpt wird, das ist das, was Sie versuchen, zusammen mit der Empörungsindustrie den Leuten einzureden. Sie reden es ja den Leuten ein. Sie reden, dass die Demokratie ausgehebelt wird von Geheimverhandlungen, von Paralleljustiz und anderes. Wo ist denn die Paralleljustiz und die Geheimverträge bei CETA? Da liegt es auf dem Tisch, das modernste Abkommen, was wir haben. Und deshalb wollen wir weitere solche Abkommen. Weil das Gegenteil ist kein Abkommen und das Gegenteil ist keine Gestaltung der Globalisierung. Das ist ein Zurückfallen in Abschottung, in Protektionismus oder die Gestaltung anderen zu überlassen. Das ist nicht Politik der Union und es wird hoffentlich auch nicht die Politik Deutschlands und der Europäischen Union. Also, was ist weiter zu tun? Neue Chancen zu nutzen. Neuseeland habe ich gerade beispielsweise angesprochen, eine Koalition der Willigen zu bilden mit denen, die die Globalisierung gestalten müssen und wollen. Wir müssen neue, alte Märkte erschließen. Ich nenne beispielsweise den Iran, der sich abgemeldet hatte aus der Welt, der aber jetzt wieder zurück will, traditionell mit besten Beziehungen, auch historisch, zu Deutschland. Dieses Potenzial müssen wir nutzen. Es gilt, neue Märkte zu erschließen. Ich nenne hier Afrika. Afrika ist eben nicht nur ein amorpher Kontinent, wo es nur Flüchtlinge gibt und von Problemen. Es gibt Länder in Afrika, die sind bei der Korruption vor Ländern der Europäischen Union. Die haben hohe Wachstumsraten. Wir waren dieses Jahr mit dem Ausschuss beispielsweise in Südafrika, wir waren in Mosambik und haben gesehen, was dort an Willen auch zur Gestaltung vorhanden ist. Deshalb
Kollege Mattfeld hat es ausgeführt, stärken wir die Auslandshandelskammern, die Instrumente, mit denen wir neue Märkte erschließen. Afrika wird das Asien des 21. Jahrhunderts. Im Jahr 2100 werden über 5 Milliarden Menschen in Afrika leben. Die müssen wir uns ebenfalls erschließen. Wir müssen den europäischen Binnenmarkt stärken, und wir geben mit diesem Haushalt direkt, um das auch mal in eine Relation zu setzen, die Instrumente sind alle genannt hier, wir geben allein für Außenhandelsförderung, für Außenwirtschaftsförderung, für Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt, im Wirtschaftsministerium, im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit rund 6 Milliarden direkt aus. Das sind bei 300 Milliarden, stark 300 Milliarden, 330 Milliarden sind es 5%, die wir entsprechend dafür ausgeben. 6 Milliarden, 330. Haben Sie aufgepasst? Sehr gut. Ja. Also wie viel sind es? Wir können noch mal eine Stunde machen. 2%. Also 2% geben wir dafür. Das kann sich sehen lassen. Und wir geben auch Hebelwirkung. Wir geben auch Hebelwirkungen aus. Wir geben beispielsweise für Hermes-Kredite, Exportkredite, sind es dreistellige Milliardenbeträge, die wir dort einsetzen. Mit diesen Punkten stärken wir den Freihandel, stärken wir das Engagement. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Nur Offenheit, Austausch, internationale Arbeitsteilung kann unseren Wohlstand nicht nur hier sichern, sondern auch weiter stärken. Und deshalb brauchen wir einen starken Binnenmarkt, aber wir brauchen freie Märkte, freien Welthandel, Offenheit, um auch in Zukunft entsprechend Frieden und Wohlstand für uns und in der Welt zu schaffen. Vielen Dank. Kerstin Andreas, die nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.